Liebe Schülerinnen und Schüler, der Klimaschutz ist eine der zentralen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Denn es geht darum, den nachfolgenden Generationen eine intakte Lebenswelt zu hinterlassen. Deshalb ist es wichtig, und ich freue mich auch sehr, dass ihr das tut, dass ihr euch für eine verantwortungsvolle Klimapolitik einsetzt, denn es geht wirklich um eure Zukunft. Als Beauftragte für Klimaschutz der CDU-CSU-Bundestagsfraktion möchte ich mich mit euren Ideen intensiv auseinandersetzen und euch ganz herzlich einladen, mit mir über die Möglichkeiten zu diskutieren, mehr für den Klimaschutz zu tun. Ich würde mich deshalb sehr, sehr freuen, wenn ihr mein Angebot annehmt, und lade euch ganz herzlich ein, am Montag, den 29. April nachmittags um 15.30 Uhr in das Pfadzentrum St. Kilian in Schweinfurt. Anmelden könnt ihr euch über Facebook, Instagram oder per E-Mail. Darüber hinaus möchte ich euch noch auf zwei weitere Veranstaltungen aufmerksam machen. Am selben Tag, also am 29. April um 18.30 Uhr, ist eine Veranstaltung zur Klimapolitik in Werneck im katholischen Pfadzentrum. Dort wird Professor Päth von der Uni Würzburg die wissenschaftliche Seite des Klimawandels beleuchten und ich werde einen Vortrag dazu halten, was die Politik macht. Bereits am Montag, den 15. April, findet unter dem Motto "Gemeinsam den Klimawandel bewältigen auf nationaler und internationaler Ebene" ein Diskussionsabend mit mir statt. Beginn ist um 19 Uhr im Kolping Hotel in Schweinfurt. Auch zu diesen Veranstaltungen lade ich euch ganz, ganz herzlich ein und ich würde mich freuen, wenn ihr dieses Angebot annimmt. Ich freue mich auf den Austausch mit euch.